Am Wort ist die Staatssekretärin im Kanzleramt, Sonja Stessel von der SPÖ. Zeit soll 20 Minuten nicht überschreiten. Sie sind am Wort. Ja, danke, Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren Abgeordnete, Hohes Haus, meine geschätzten Damen und Herren. Bundeskanzler Werner Faymann nimmt heute und morgen am EU-Afrika-Gipfeltreffen von rund 60 Staats- und Regierungschefs teil. Hier geht es im Wesentlichen auch um die Lösung der Flüchtlingsfrage auf europäischer und internationaler Ebene. Dass dieser Gipfel stattfinden wird, meine geschätzten Damen und Herren, wurde im April 2015 beschlossen. Seit damals steht fest, dass auch der österreichische Bundeskanzler an diesem Gipfel teilnimmt. Daher hätte auch für das Team Stronach seit mehreren Monaten und auch spätestens nach der heutigen aktuellen Europastunde klar sein müssen, dass der Bundeskanzler an diesem Tag zu dieser Zeit die Anfrage nicht persönlich beantworten wird können. Aber selbstverständlich nehme ich meine Funktion als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt wahr und beantworte selbstverständlich auch gerne diese dringliche Anfrage und werde auch die Gelegenheit nutzen, um einige Dinge auch richtig und klarzustellen. Doch bevor ich auf Ihre Fragen eingehe, erlauben Sie mir noch einige grundsätzliche Bemerkungen. Die Regierungen unter Bundeskanzler Werner Faymann haben unsere Republik seit Ende 2008 so durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geführt, dass Österreich auch nach wie vor zu den stabilsten Ländern dieser Welt zählt. Sei es ist lebenswert, wirtschaftlich stark und mit einem sozialen Zusammenhalt, wie es ihn kaum sonst noch gibt. Auch der Umgang mit der aktuellen Flüchtlingssituation zeigt die Stärke Österreichs, nämlich wie wir unsere Menschlichkeit und Grundwerte leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für Ordnung und Sicherheit im Sinne aller Beteiligten sorgen, nämlich der Bevölkerung, der Einsatzkräfte, der Freiwilligen und auch der Flüchtlinge. Ich darf nur kurz in Erinnerung rufen, wie die Regierung Faymann seit annähernd 7 Jahren Herausforderungen meistert, mit denen Vorgängerregierungen nicht im Kern konfrontiert waren. Ich erinnere an die Steuerreform 2009, die wesentlich zur Kaufkraftstärkung beigetragen hat. Diese Anstrengungen setzen wir mit der Steuerreform 2016 verstärkt fort. Mit dieser erst vor wenigen Monaten in diesem Hohen Haus beschlossenen Steuerreform entlasten wir mit 01.01.2016 6,4 Millionen Menschen mit über 5 Milliarden Euro, sowohl absolut wie auch in Relation zur Wirtschaftsleistung gerechnet, die größte Steuerentlastung für die Menschen in Österreich seit Jahrzehnten. Ich erinnere an die Kurzzeitarbeitsprogramme, mit denen wir in der Krise Massenarbeitslosigkeit und auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ausdünnung der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben verhindert haben. Ich erinnere an die entscheidenden Beiträge Österreichs zur Stabilisierung des Euroraums. Ich erinnere an die nachhaltige Sanierung der Sozialversicherungen. Ich erinnere an die Ausbildungsgarantie für Jugendliche. Ich erinnere an die Schaffung des Pflegefonds und an die Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen. Ich erinnere an den Ausbau der Verkehrsnetze und den Start der Breitbandoffensive. Ich erinnere an die Stabilitätsabgabe für die Banken, an die Spekulationssteuern und Maßnahmen gegen Steuerbetrug und Gewinnverschiebungen. Hier gab es eine deutliche Trendwende. Sie sehen also, meine geschätzten Damen und Herren Abgeordnete, dass die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit gesetzt werden und dass es Österreich im europäischen Vergleich schafft, gut durch die Krise zu kommen. Klar ist auch,
Klar ist auch, dass die internationale Wirtschaftskrise noch nicht überstanden ist. Deshalb setzt die Regierung laufend Maßnahmen zur Gegensteuerung. Als Beispiele seien erwähnt die Lohnnebenkostensenkung, die Wohnbauoffensive und an dieser Stelle sei es noch einmal erwähnt, die Steuerreform zur Konsumankurbelung. Wie die vergangenen werden wir auch die aktuellen und kommenden Herausforderungen angehen. Mit umsichtiger Planung, Steuerung und der notwendigen Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Im Gegensatz dazu, Herr Kollege Luger, lösen weder Alarmismus noch Polemik noch Worthülsen irgendwelche Probleme. Daher komme ich nun zu den Antworten auf Ihre Fragen. Frage 1. Das Thema Arbeitsmarkt hat für die Bundesregierung höchste Priorität. Es stimmt, wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise, auch wenn erste Anzeichen einer Entspannung zu sehen sind. Es waren Ende Oktober nach wie vor 340.000 Personen beim Arbeitsmarktservice als arbeitssuchend gemeldet. Rund 71.000 sind in Schulungen. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung um 32.000 Personen. Die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen. Beim Arbeitsmarktgipfel Ende Oktober wurde beschlossen, die aktive Arbeitsmarktpolitik mit zusätzlichen Mitteln, 350 Millionen Euro pro Jahr, aufzustocken. Angesichts des anhaltenden Zuzugs von Flüchtlingen nach Österreich ist es selbstverständlich notwendig, die Balance auf dem Arbeitsmarkt zu wahren. Insofern halte ich die bestehenden Regelungen, Asylwerber nur in jenen Bereichen zuzulassen, wo regelmäßig ein zusätzlicher Arbeitskräftebedarf besteht, für sinnvoll. Für jugendliche Asylwerber soll etwa weiter die Möglichkeit bestehen, in Berufen mit Lehrlingsmangel eine Lehre zu absolvieren. Es ist ja bekannt, dass in den westlichen Bundesländern in manchen Branchen händeringend Lehrlinge gesucht werden. Aktuell sind bereits an die 20.000 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte beim AMS vorgemerkt. Im Laufe des nächsten Jahres werden es an die 30.000 sein. Diese Personen haben unbeschränkten Arbeitsmarktzugang. Das AMS versucht sie mit Sprachkursen, Kompetenzchecks, weiterführenden Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen so rasch wie möglich jobfit zu machen. Und auch so werden die Sozialbudgets entlastet. Zur Frage 2. Ich verweise erneut auf die Ergebnisse des Arbeitsmarktgipfels vom 30. Oktober. Positiv werden sich beispielsweise das Wohnbaupaket sowie der Energienetzbau auswirken. Durch die Umsetzung des Wohnbaupakets werden binnen 5 Jahren 5,75 Millionen Euro investiert. Die Bundesregierung erwartet dadurch 20.000 neue Arbeitsplätze. Der Energienetzausbau bringt 2.500 neue Jobs durch eine Investition in Höhe von 700 Millionen Euro in 3 Jahren. Asylwerber dürfen rein rechtlich betrachtet die 3 Monate nach Einbringung des Asylantrages selbstständig erwerbstätig sein und ein Gewerbe ausüben. Der faktische Zugang zu Gewerben ist allerdings gering, weil die meisten kurz nach ihrem Asylantrag kaum in der Lage sind, Befähigungsnachweise zu erbringen. Es kommt also im Wesentlichen nur ein Anmeldegewerbe in Betracht. Das Außenministerium arbeitet derzeit an einem Entwurf für ein Anerkennungsgesetz, das voraussichtlich noch heuer in Begutachtung gehen wird. Ziel dieses Gesetzes ist die Vereinfachung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen. Dabei sind auch erleichternde Verfahrensbestimmungen für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte vorgesehen, die aufgrund ihrer Fluchtsituation nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Zur Gewerbeordnung an sich. Kaum eine österreichische Rechtsmaterie ist aufgrund EU-Vorgaben und Judikatur so im Fluss wie die Gewerbeordnung. Allein seit Beginn dieser Regierungsperiode gab es 4 Novellen. Die 5. war soeben in Begutachtung und wird demnächst im Ministerrat passieren. Ich darf an dieser Stelle wiederholt und weiters auf den Arbeitsmarkt- und Konjunkturgipfel verweisen. Es wurde beschlossen, dass 2016 das Garantievolumen der Förderbank des AWS ausgeweitet und leichter zugänglich gemacht wird. Das Volumen der AWS-Garantien wird um rund 100 Millionen Euro erhöht, was Unternehmen Investitionen von 350 Millionen Euro ermöglicht. Als wichtigstes Projekt
erwähnen darf ich das Alternativfinanzierungsgesetz, sprich das Crowdfunding. Dieses hat einen Rechtsrahmen für die alternative Finanzierung geschaffen und es kommt besonders den Bedürfnissen neu gegründeter und innovativer Unternehmen entgegen. Es ermöglicht einfache und kostengünstige Unternehmensfinanzierung. Es führt Bestimmungen betreffend Transparenz und Anlegerschutz ein und es schafft einen gesetzlichen Rahmen für Crowdfunding-Plattformen. Sie sehen, Politik dieser Bundesregierung ist es laufend, an konkreten und verbesserten Rahmenbedingungen zu arbeiten. Zur Frage 3. Die Bundesregierung verfolgt zur Bewältigung der Fluchtbewegungen einen mehrstufigen Ansatz. Erste Priorität muss in der Bekämpfung der Fluchtursachen und Fluchtbewegungen in den betroffenen Regionen sein, einen besseren Schutz sowie gemeinsame Hotspots an den europäischen Außengrenzen ist ein wesentlicher Bestandteil. Jeweils 1 Milliarde sollen in einen Syrien-Fonds, MADAT-Fonds, sowie in zusätzliche Mittel für UNHCR und dem World Food Program fließen. Zweitens braucht es auch eine bessere Kooperation mit der Türkei. Österreich hat 23 Millionen an bilateralen Mitteln für den Syrienfonds, UNHCR und dem World Food Program zugesagt. Dies entspricht dem EU-Budgetanteil Österreichs von etwa 2,3%. Bundeskanzler Werner Faymann befindet sich, wie Sie wissen, in Valletta, um mit den anderen anwesenden Staats- und Regierungschefs gerade darüber zu verhandeln. Drittens müssen wir aktuelle Bewegungen in Österreich mit Ruhe, Ordnung und Menschlichkeit abwickeln. Dafür sollen finanzielle Mittel im Rahmen der Budgeterstellung 2016 bereitgestellt werden. Das wird in den kommenden Wochen noch in den Ausschüssen hier im Hohen Haus zu diskutieren sein. Die Regierung hat schließlich den NGOs Rechtssicherheit gegeben. In einem Gutachten des BMI mit Unterstützung des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt wurde klargestellt, dass die NGOs als Verwaltungshelfer des BMI tätig werden. Die ersten Gelder für die NGOs wurden überwiesen, ein neuer Rahmenfördervertrag wurde unterzeichnet. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitgliedern von Polizei, dem Bundesheer, den öffentlich Bediensteten bei den betroffenen Verwaltungseinheiten sowie bei den NGOs, freiwilligen Helfern und Rettungskräften zu bedanken, denn sie haben und tun in den letzten Wochen und Monaten Großartiges und leisten sehr, sehr wertvolle Arbeit und dem kann man gar nicht genug Respekt auch beimessen. Zur Frage nach den budgetären Folgen. Die Bundesregierung hat am 11. September 2015 festgehalten, dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. 350 Millionen Euro mehr Spielraum für Länder und Gemeinden im Stabilitätspakt, 70 Millionen Euro mehr für Integration von Asylberechtigten am Arbeitsmarkt, 75 Millionen Euro als Sondertopf für Integrationsmaßnahmen, insbesondere integriertes Sprachförderungskonzept, 420 Millionen Mehraufwand in der Grundversorgung im Jahr 2016, in Summe rund 915 Millionen Euro im Jahr 2016. Diese Zahl war seit damals öffentlich bekannt. Unter Vorwurf einer angeblichen Verschleierung weise ich auch hiermit zurück, damit das ein für alle Mal klar ist, es gibt kein ominöses regierungsinternes Geheimpapierl. Das WIFO schätzt die Kosten auf rund 750 Millionen Euro. Der Fiskalrat schätzt die Kosten auf rund 1,2 Milliarden Euro für 2016. Und so schätzen die Experten des Finanzministeriums, liegen sie mit ihren Einschätzungen circa in der Mitte. Zum Thema Sicherung der Südgrenzen Österreichs. Das Innenministerium hat heute der Öffentlichkeit seine Pläne präsentiert, wie der Grenzübergang Spielfeld sicherer und effektiver gestaltet werden kann. Dazu sind auch bauliche Maßnahmen wie beispielsweise die Befestigung des Bodens oder die Überdachung für Wartebereiche vorgeschlagen worden. Die ersten Maßnahmen sollen demnach auch unverzüglich umgesetzt werden. Alle Beteiligten stehen selbstverständlich ständig in Kontakt und werden alle notwendigen weiteren Maßnahmen koordinieren. Wichtig ist auch neben dieser Sicherung die Koordination mit Slowenien und Kroatien
auf Beamten- wie auf auch politischer Ebene, was auf unserer Stelle selbstverständlich sehr gut funktioniert. Und hier darf ich auch nochmals unsere Exekutive loben. Auch Deutschland wird stets auch mit einbezogen und eng einbezogen. Und eines darf ich hier auch nochmals klar ausdrücken. Das Einzäunen eines jeden europäischen Staates mit Stacheldraht wollen wir nicht. Eine Politik des Abgrenzens oder irgendwelche staatlichen Alleingänge lösen sicherlich keine Probleme. Die Sicherung der EU-Außengrenze ist jedenfalls prioritär. Darüber hinaus benötigen wir auch eine rasche Etablierung von Hotspots in Griechenland und Italien. Dort soll entschieden werden, wer zu einem Asylverfahren zugelassen wird, und all jene, die nicht zu einem Asylverfahren zugelassen werden können, müssen in ihre Heimatländer zurückkehren. Jene, die zugelassen werden, müssen gerecht und fair auf alle Länder in der Europäischen Union verteilt werden. Bezüglich von Schutzzonen in Syrien ist die Diskussion international im Gange. Zur Frage 4. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr wesentliche Reformen auf den Weg gebracht. Dazu zählt die Steuerreform, die mit 01.01.2016 eine Entlastung von 5 Milliarden Euro bringt. Sie ist sowohl absolut wie auch in Relation zur Wirtschaftsleistung gerechnet die größte Steuerentlastung für die Menschen in Österreich seit Jahrzehnten. Der Schwerpunkt liegt bei der Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen. Vorletzte Woche wurde darüber hinaus im Rahmen des bereits mehrfach erwähnten Arbeitsmarktgipfels gemeinsam mit den Sozialpartnern ein Durchbruch beim Bonus-Malus-System sowie bei den Lohnnebenkosten erreicht. Daneben wurde auch eine Reihe von Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsrechtspakets beschlossen. Zum Thema Bildung. Am 17. November 2015 wird die Bundesregierung die Bildungsreform präsentieren. Auch das ist seit dem 24. März des heurigen Jahres festgelegt, bekannt und ist seit damals in allen Zeitungen auch nachzulesen. Zu den Pensionen ist zu sagen, dass das faktische Pensionsantrittsalter steigt und die Ausgaben sich verhaltener entwickeln als erwartet. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat festgehalten, dass die bisherigen Maßnahmen wirken, und ob und welche Schritte hier noch zu setzen sind, wird bekanntlich vereinbarungsgemäß bis 29. Februar 2016 zu entscheiden sein. Im ersten Halbjahr 2015 haben wir den im Regierungsprogramm definierten Zielwert von 60 Jahren und einem Monat erreicht. Das Ziel bleibt, dass die Menschen länger und gesünder im Erwerbsleben bleiben und dass Jobs für Ältere geschaffen werden. Ich verweise darauf, dass das Pensionsbudget seit 2010 jedes Jahr im Vollzug unterschritten wurde. 2015 wird es abermals unterschritten. Zur Sicherung des krisensicheren Umlageverfahrens wurden Reformen umgesetzt, beispielsweise die Pensionskonto-Erstgutschrift, Invaliditätspension neu, Verschärfung Hacklerregelung und Korridorpension. Schließlich, die Finanzausgleichsverhandlungen mit den Ländern laufen und werden demnächst in eine intensive Phase kommen. Über die Ergebnisse werden wir selbstverständlich auch nach Abschluss berichten. Abschließend zu Ihrer Frage nach einer Verwaltungsreform ist darauf zu verweisen, dass wir im Regierungsprogramm verschiedenste Leitlinien festgelegt haben, was die Verwaltungsreform betrifft, wie etwa auch das Amt der Bundesregierung oder auch die Maßnahmen, die bei der Regierungsklausur in Schladming betroffen wurden, auch ein Ausfluss der Aufgaben- und Deregulierungskommission. Und ich darf beispielhaft in einigen Zügen diese Maßnahmen auch kundtun. Die automatische Arbeitnehmerinnenveranlagung, die antragslose Familienbeihilfe, das Maß- und Eichgesetz, einheitliches Gewerbeinformationssystem GISA. Arbeitszeitaufzeichnungen werden reduziert, Gewerbeordnung wird durch Genehmigungsfreistellungen entbürokratisiert, wir haben Entlastungen im Arbeitsschutzrecht beschlossen,
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, mehr Fairness im Wettbewerb, einfachere und günstigere Unternehmensgründungen, einheitliche Rahmenbedingungen für einen attraktiveren Standort und natürlich auch E-Government-Services für Bürgerinnen und Bürger. Bei elektronischer Einbringung mit Handysignatur kommt es zu einer 40-prozentigen Ersparnis bei den Bundesantragsgebühren, zum Beispiel Anmeldung Gewerbe oder bei der Heiratsurkunde, Umsetzung bis Jahresende 2015. Entfall der Vorlage des Meldezettels im Verwaltungsverfahren sowie elektronische An-, Ab- und Ummeldung des Wohnsitzes. Automatische Anträge bei Geburt und Übersiedelung, automatische Abstimmung mit den Informationen auf help.gv.at, Zusammenführung des Unternehmensserviceportals usbgv.at mit anderen staatlichen Portalen. Entfall der Vorlagepflicht von Dokumenten und Nachweisen nach Erstvorlage, einheitliche Regelungen für elektronische Zustellungen und weiters auch darf ich verweisen auf Vereinfachungen im Vergaberecht, die Reform der Abwicklung der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder die Plattform data.gv.at. Vom Wohnbaupaket bis zum Energienetzausbau habe man bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt gesetzt, hebt die Staatssekretärin im Kanzleramt Sonja Stessel von der SPÖ hervor. Um die Flüchtlingssituation zu verbessern, setze man seitens der Bundesregierung auf die Bekämpfung der Fluchtursachen und Kontrolle der Fluchtbewegungen, vor allem durch die Sicherung der EU-Außengrenzen.